Hey Leute, Entspannung beim Rocket, das ist das Ziel heute. Endlich mal wieder Online-Skat. Und das Schöne muss ich allerdings auch sagen, ich bin da doch immer ein bisschen aufgeregt, gerade wenn ich so live mache wie hier, weil nichts ist ja leichter, als sich beim Skat zu blamieren. Und deswegen die eine oder andere Szene würde man ja im Nachhinein vielleicht auch gerne doch mal unter den Teppich kehren. Da spiele ich aber jetzt hier mit offenen Karten, deswegen auch wieder die Live-Kommentierung. Hoffe, dass ich mich diesmal nicht ablenken lasse. Beim letzten Mal habe ich mich schon geärgert. Das eine Spiel habe ich einfach einmal zu vorlaut die 24 geboten. Im Nachhinein habe ich sofort gedacht, das war zu viel, das war Mist, wurde auch gleich bestraft. Deswegen also heute mal der Versuch, beim Schnacken trotzdem noch die Konzentration hochzuhalten und keine dusseligen Entscheidungen zu treffen. So, Buben sind gefallen beim Grang. Pik steht auch 2-2, alles superartig. Glaube ich nicht, dass wir eine große Chance haben, es sei denn, mein Partner hätte noch den Buben. Hat er aber offenbar nicht, sonst hätte er jetzt schon längst mal gestochen. Also ein sehr guter Grang mit Schneiderchancen. Ja, jetzt kommen wir hier auf 30. Das langt dann wohl nicht. Er hätte wohl eben auf Kreuz Ass ein Voller reingehört, dann wären wir rausgekommen. Ich vermute mal, dass jetzt hier Finito ist bei 90 und genauso ist es auch, ja. Voller war gar nicht da, aber sei es drum. Dann ging es wohl nicht. So. Also ihr merkt, da haben wir es schon wieder. Ich gleichzeitig reden und dann noch das Spiel verfolgen. Ich wusste schon im ersten Stich mir genau, welcher Junge gefallen war. Also jetzt verzeiht mir, wenn ich ein bisschen leiser bin und mich hier auf das konzentriere. So, die Findung war natürlich Asche, aber ist noch nichts passiert. Das Spiel ist ja trotzdem stark als Zwei-Farben-Spiel. Wenn da nicht Trumpf zu viert steht und Kreuz zu dritt, dann sollte alles glatt laufen. Kreuz 10 ist ja offenkundig blank, eben fiel auch Trumpf Ass und Bube, also Trumpf steht auch artig. Mit anderen Worten, das Spiel spielt sich ganz einfach. Ein Trumpfstich noch, ein Kreuzstich noch und dann ist Feierabend. Hier schon mal die Karten zeigen. Rest bei mir. So, auch Schneider? Nee, nicht Schneider. Top. Hört nicht auf mich. 33, weil er ohne 2 war natürlich. Kommt tatsächlich im Moment gar nicht so viel zum echten Live-Spielen. Das ist natürlich immer noch schöner als Online-Skat, muss ich sagen. Aber wenn du da eben gar nicht zu kommst, dann ist Online-Skat auch nicht zu verachten. So, jetzt ist die Frage: Pik abtragen, Lusche, Lusche, um da was Schönes zu stechen, ist auch ein starkes Zeichen oder die Augen mitnehmen. Ich glaube, wir gehen hier mal auf die Abtragungsvariation. Ja, dann kann mich das Herz Ass natürlich auch nicht locken. Das ist natürlich klar, dass er mich zu locken versucht. Ah, so stark ist er. Gut, jetzt habe ich die Herz 10 verloren. Dafür mache ich natürlich den Herz König. Ja, mein Partner kam nicht rüber. Zwei Kreuz faul. Dann bleibe ich hier immer noch mal einmal weg. Das habe ich dann wahrscheinlich alles nicht so günstig getroffen. Da wäre wahrscheinlich dann doch ja, Karo, König, Wimmlung und Überstich oder wenigstens Trumpfmitnahme besser gewesen. Pik Ass bei meinem Partner. Gut, dann können wir jetzt auch hier einmal den hohen Trumpf abspielen. Muss jetzt sowieso ins Karo reingreifen. Ass und 10. Na gut, das Spiel war dann doch meilenweit zu stark. Mit Karo Ass 10 nur die beiden Kreuzfaulen. Dann war hier also gar nichts los. Ging sowieso nicht. Tja, da wird es schon interessant. Nö, 18 versuchen, das sollte reichen.
mehr ist er mir nicht wert. So, Karo 10 natürlich blank, das ist klar. Wahrscheinlich hat er auch 9 Dame König in der Hand. Kann natürlich mal sein, dass Dame König gedrückt sind, aber mit 9 Dame König eher unwahrscheinlich. Hat er wahrscheinlich ein Herz, auch noch Baustellen, die er eher zu versorgen hat. Oh, und das sieht ja so ein bisschen so aus, als ob Kreuz Ass noch bei meinem Partner ist, dass er da mit der 10 rangeht. Das ist aber gar kein Problem. Dann können wir jetzt einmal Karo von oben ziehen, dann Karo Lusche König kann jetzt meinen Partner stechen, dann kommt Kreuz Ass, da werde ich dann schön Herz Ass durchladen. Oh, er hat sogar den Karo König tatsächlich im Keller. Dann haben wir es hier natürlich korrekt gespielt. Ja, und jetzt, dann hat er natürlich wieder die Kreuz Dame noch oben. Warum ist denn mein Partner dann wieder so ungeduldig, dass er jetzt hier den Stich verschenkt? Weil es ist dann natürlich nur ein 5 Trümpfe, 18 noch gehalten. Gut, dann sollte ich stechen, Kreuz Bube ziehen und dann auf den Pik Buben letztlich von meinem Partner kann ich noch die Herz 10 bringen. Das ist hier die Idee. Oder, ja, nee, das geht natürlich alles nicht. Aber das Spiel ist trotzdem platt. Pass, pass, das ist ja interessant. Aha, ein Ass wäre mir lieber gewesen, aber immerhin. Gut, damit denke ich, ist es relativ eindeutig. 14 runter, Pik gespielt. So, ich hänge auch eben noch dem Spiel von vorher hinterher. Klar, es war ein Überstich in Karo, deswegen waren die Trümpfe dann natürlich auch schon raus. So, jetzt müssen wir hier wieder mal ein bisschen Konzentration walten lassen. Herz sich natürlich jetzt am wenigsten gerne. Wahrscheinlich steht Dame König 10, nee, der fährt auch nur so in den Farben rum. 25, ja, wenn ich da eine Lusche bekomme, das langt aber alles nicht. Also zwei Luschen, dann stehe ich auf 35, selbst wenn Karo Ass und 10 läuft, komme ich nur auf 60. Also nochmal hier ganz nervenstark abtragen, trotz der 4 Trümpfe. Wenn jetzt Karo Ass und 10 läuft, bin ich bei 63. Und das sieht doch gut aus. Und dann können wir jetzt auch nochmal Trumpf rausspielen. Mal gucken, ob derjenige rankommt, dass ich sogar noch in Herz meine Stiche mache. Nee, sieht nicht so aus. Aber das ist egal. 63 langt ja. Guck mal, Herz war sogar auch noch Doppelläufer. Na gut, wenn ich ihn gebraucht hätte, hätte ich ihn gezogen. So war das zum Glück nicht mehr nötig. Also die Karte stand viel glatter, als das nach dem zweiten Stich den Anschein hatte. So, schöne Reizung hier, schöne Reizung. Vorhand null ouvert, okay. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr und streicht nur auf 48 aus. Das ist natürlich die Hoffnung. Wenn mein Partner auch zwei Buben hat und das so ein Gang ohne 4 jetzt wird, wo ich die Viererlänge Herz habe, kein Stück Karo, mein Partner vielleicht dann die ganzen Karo, kein Stück Herz. So könnten wir ins Geschäft kommen, sage ich mal. Es kann aber natürlich auch ganz was anderes sein. Er kann auch mit 2 sein. Ja, er ist zumindest, ja, er ist nur einfach. Immerhin, gut, Karo Ass, doch, den steche ich direkt an der Stelle jetzt noch abwerfen. Man kann natürlich auch erstmal Pik Lusche noch fallen lassen, weiß dann aber eben auch nicht so genau, ob es das Richtige war. Gut, nun stehe ich natürlich genauso betrübelt da, muss fortsetzen, 46 bei meinem Partner, der wird eher dann, wo ich Pik 7 hat, wird er eher kein Pik haben, sondern eher Herz, deswegen setzen wir mal mit Herz hier fort. Ja, toll. Toll geraten, Daniel, wieder Volltreffer. Er hat gar kein Herz. So, und die Frage ist, kann ich ihn jetzt auf Pik anspielen oder mache ich da noch mehr kaputt? Ja, wir versuchen es. Wenn er da auch rankommt, dann spiele ich ihn ja sowieso jetzt an. Ach, das war ja auch hier wieder ein viel zu gutes Spiel. Pik Ass noch im Keller, also alle Asse selber. Kreuzbube, gut, nichts zu machen. Keine, muss ich mir keinen Vorwurf machen.
So, Kreuz ohne 3, schönes, stabiles Spiel erstmal, natürlich in Mittelhand, natürlich ohne 3. Also wenn der schlecht dagegen sitzt, kann das auch schwierig werden, aber eine Karte, die ich, denke ich mal, hier bedenkenlos bis 48 reize. So, nun komme ich nicht dran. Alles andere, Handspiel mit der Herz-Dame, nee, das ist dann zu riskant. Inzwischen verdichten sich ja auch die Verdachtsmomente, dass drei obere Buben in Vorhand sitzen oder gut sitzen könnten. Ja, Pik Hand mit 3 wird gespielt. So, Herz Dame habe ich natürlich locker mal abzugeben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Leider machen wir nicht einen Stich in Trumpf. Entweder ein Trumpf liegt oder es ist sogar ein Siebentrümpfer. Ja, doch, trotzdem schnippeln ist wahrscheinlich blank, aber erstmal schnippeln. Kreuz Lusche liegt wahrscheinlich. Gut. 36. Ja, mit Karo Ass kämen wir auf 57, das langt noch nicht, also kann ich es noch einmal so machen. Und wenn jetzt kein Trumpf liegt, dann können wir eben sowieso nicht gewinnen und so ist es. Also hätte ich doch Karo Ass rausnehmen sollen, aber dann wiederum und dann Kreuz und dadurch Dame, König 10 oder so hinlegen, dann hätte es tatsächlich hier gescheppert in dem Fall. Ah, ist schwer manchmal zu sehen. Es hätte auch natürlich. Ah. Dafür ist es eben ein Spiel mit verdeckten Karten. Ich weiß nicht, ob man es. Ich habe schon vermutet, dass er Karo Blank spielt, aber es war trotzdem noch ein Tick zu unübersichtlich, die Situation. So, was machen wir aus dem Vorfall? Wir sind im Rocket, da machen wir einen Grang mit 7 Augen im Keller und starten mal mit dem Pik König in der Hoffnung, dass da gleich rausgenommen wird, was ja häufig beim Grang passiert. Dafür ist das ein zu gutes Angebot. So, Stechen, Bube, bub, bub. Ne, mal wieder Pech gehabt, mit Rosinen gehandelt. Wenigstens bedient der Kollege hier zweimal Kreuz und jetzt Pik 10 wird er natürlich auch noch bedienen. So, da fliegt schon der erste Karo raus. Habe ich eine Chance auf Schneider 15, wenn ich jetzt Kreuz weiterspiele? Nee, der wird, glaube ich, nicht. Er hat wahrscheinlich zwei Herzen, Buben. Noch ein Karo. Ich glaube, ich mache hier lieber den Sack zu, bevor hier noch ich mich selber hier von den Füßen spiele. Oh, was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Karo 10 ist doch hoch. Er hat doch selbst den letzten Buben. Das war ja jetzt einmal. Was macht er denn jetzt? Herz 10 auch noch. Komplett unkonzentriert. Also da hat es ihm völlig der Faden gerissen. Der Schneider war natürlich zweimal nicht nötig. Gut, was soll ich sagen? Das kam jetzt überraschend. Muss ich ja mitnehmen. Das sind so die Momente, wo es einem fast ein bisschen unangenehm ist, diese 24 Punkte einzusammeln. Aber so, so geschehen, so passiert. Ich habe es nicht mit irgendwelchen linken Zügen provoziert. So, und das ist eigentlich schade. Ein bisschen hätte ich hier auch gern gereizt. 5 volle Chancen auf dem Kreuz, Chancen auf dem Herz. Aber bei 2 Reizungen in der Größenordnung, da bietet es sich einfach nicht an, hier noch mitzugehen. Da ist die Chance inzwischen viel zu gering. Und wir einfach mal hoffen, dass Spieler 2 vielleicht auch einmal ins Straucheln kommt. Null Ouvert, das ist natürlich schnell zu sehen, der ist auch dicht, da gibt es nichts dran zu rütteln, also eine leicht verdiente Punkt. Ach so, ich muss hier auch schenken, sonst passiert auch nichts. Beide müssen schenken. Oh Mensch, also Spieler 2, der läuft gut, 555, 5 zu 0, ist schwierig da den Anschluss zu halten, aber mit solchem Blatt kann es natürlich gelingen, da nochmal wieder ranzukommen. So, guck mal, früher als die Welt noch in Ordnung war, hatten wir auch mal den Alten gefunden, aber zum Grang soll es mal trotzdem lang mit 7 Augen Karo gedrückt. So, erstmal rauf und dann Buben spielen. Wenn sie fallen, ist sie natürlich sofort gewonnen. So, 6 Augen, 10 Augen, jetzt können wir hier natürlich sogar hoffen, dass, na, Schneider ist schon unwahrscheinlich, wo Herz noch zu dritt natürlich sitzt. Wo Herz noch zu dritt sitzt. Also Herz Dame noch vorne sitzt, gut.
Logisch, jetzt bietet er mir das Karo Ass an, dann muss er den letzten Stich machen mit der, oder wird er den letzten Stich machen mit der Herz-Dame. So, hier wäre jetzt so ein linker Provokationszug, ganz schnell die Herz-9 spielen, weil da häufig online nicht so drauf geachtet wird, da rechnet er nicht und legt dann die Herz-8, aber das mache ich jetzt mal nicht, das muss man nicht jedes Mal machen, dann begnügen wir uns mit dem einfachen Gang. So, 4,37 zu 5,55, ja, schlapp 120 Punkte Unterschied, zwei Spiele noch zu gehen. Ja, eine Anschlusskarte, drei Asse, zwei Buben. Das will ich natürlich machen, das Spiel, und wenn es geht, soll es auch ein Grang werden. Wir haben eine 18er Reizung vom Spieler, der eigentlich schon platt ist. Das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass die Findung dann bescheiden wird. So, jetzt habe ich natürlich gar nicht mehr so ein gutes Spiel. Also dafür, dass ich drei Asse und zwei Buben in Vorhand habe, ist es schon relativ schlecht. So, wie gehen wir denn damit um? Ich denke mal, taufen werde ich. Tja, taufen werde ich natürlich nicht den Karo. Ich überlege, ob ich so drücke, weil da wahrscheinlich Karo zu dritt steht und vielleicht auch rauskommt. Auf die Herzlusche fällt eher nicht so viel. Damit ist auch die Karte schwerer zu lesen. Und wir taufen Kreuz oder Pik. Kreuz schleppe ich diese Dame noch mit. Ich denke, ich mache mal das teurere Spiel. Ich mache den Kreuz. Dann brauche ich natürlich sowieso eine etwas günstige, gleichmäßige Trumpfverteilung. Und auch Pik sollte, wenn es geht, ein bisschen glatt stehen. So, okay. Das war jetzt natürlich schon mal nicht so cool, aber wo er Herz-Dame legt, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass er Herz-10 nicht zu viert hat. Huch. Hat er aus 10 König, Dame, Lushti tatsächlich die Dame gelegt? Aber er muss ja jetzt eigentlich auch noch die Herz-10 haben. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Hinten wird jetzt Pik abtragen, sehr wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Nee, Überstich. Okay. Das ist natürlich wieder einigermaßen erfreulich. Dann kann ich hoffentlich Trumpf 2-1 jetzt rausholen. Okay, der Alte bleibt stehen. Auch in Ordnung. Herz 10 rein. Alles klar. Karo 10. Knisterung. Nee, kommt nicht mit Knisterung. So, jetzt müsste man natürlich wieder gezählt haben. In Pik werden 14 fallen, sehr wahrscheinlich. Gut, aber es kann in Pik auf jeden Fall. Pik steht 2-2, es sind ja nur 4 Pik draußen, also es ist egal. Ich kriege auf so auf jeden Fall das eine Auge mehr. Ich hoffe nur, dass sie nicht schon 60 haben, weil dann kann ich natürlich sowieso nicht gewinnen. Ja, dann habe ich so verbastelt das Spiel. Ich glaube, dann war der Abwurf hier doch nicht die beste Idee, wobei 4 Trumpf stehen sowieso bei ihm. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Pik stand 2-2 und Karo stand auch 2-2. Das war aufgrund der Reizung natürlich schwer zu vermuten. Ich habe jetzt so gedrückt, dass ich eher gegen eine unrunde Beikartenverteilung in Karo besonders mich verteidigen wollte. Und das kannst du machen, aber das funktioniert dann plötzlich nicht, wo alles ganz glatt stand. Also Spieler 1 hatte einen wunderbaren Rollmops von jedem 2. So. Was wird jetzt gespielt? Spieler 2 spielt Karo, der will hier natürlich Nägel mit Köpfen machen und seine Liste abrunden. So, könnte blank sein. Ich sag mal, das könnte blank sein. Ich habe nur einen Trumpf, ich habe zwei volle, die kriege ich hoffentlich immer noch nach Hause. Da kann ich die Karte erstmal ein bisschen austesten, schnibbeln, ohne gleich die Farbe hinterherzubringen und erstmal die Karte durchlesen. So, er hat Herz Ass, er hat Kreuz Ass, dann ist er wahrscheinlich. Steht er dann doch nicht auf der Pik 10? Ne, gerade wo er Kreuz 10 auch noch hat. So, er hat mein Partner wahrscheinlich doch 5 dagegen und hat deswegen übernommen, so wie das aussieht. Kreuz Ass, 10 Lusche und beide blanken und eine blanke. Blankes Herz Ass, blanke Pik Lusche. Okay, jetzt werde ich natürlich das Pik Ass nicht mehr drauflegen, sondern das bekommt mein Partner auf Trumpf. Und zwar jetzt. Hoffen wir, dass hier keine Gabel steht, aber es steht eine Gabel.
Das hat Spieler 2 an der Stelle natürlich noch mal geschickt gestellt, das Spiel, muss man sagen. Also ziehe ich den Hut, hat er gut gespielt. Respekt, Gratulation zu 663. Die Meerjungfrau ist locker geschlagen. Spiel 11 war hier mein Waterloo. Den habe ich zumindest mal unglücklich getroffen in der Drückung. Da ging es schon los. Und ja, auch im Spielverlauf, vielleicht hätte mich ein Stich als König gerettet, aber wahrscheinlich war es da schon passiert nach der Drückung. Ja, was soll ich sagen? So ist eben Skat. Gerade gefühlt bin ich auch nicht so ganz tief drin. Ich sagte es ja schon, ein bisschen wenig gespielt aktuell. Und an solchen Entscheidungen siehst du manchmal, dass du vielleicht nicht ganz so das Feeling gerade hast. Da stecke ich aber gut weg. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das auch. Ihr könnt hier gleich noch weitere Videos von mir sehen, die ich euch selbstverständlich ans Herz lege. Damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Bis bald.